Alles Lob gebührt Allah Azza wa Jal, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen auf den Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, inshallah werden wir heute wieder über eine neue Perle des Glaubens sprechen und wir werden einen Tag verbringen im Haus des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam mit der Mutter der Gläubigen, die Barmherzige, die Großzügige, die Feinfühlige, die Gottesfürchtige, die Wahrhaftige, die Ehrliche und Reine und die Charaktervolle, die Perle, die Mutter der Weisen, die Fürsorgliche für die Witwen und die Versorgerin der Bedürftigen. Wir werden inshallah heute über eine Frau reden, über eine sehr ehrenwerte Frau. Wir werden über die Frau reden, die dessen Ehemann der Beste aller Geschöpfe ist. Und ihre Mutter ist die Tante des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ihr Onkel ist der Anführer der Märtyrer, Hamza radiallahu anhu. Und ihr Bruder ist der Erste, zu dem man sagte, Amir al-Mu'minin, der Führer der Gläubigen. Wir werden natürlich heute sprechen über Zainab bint Jahsh radiallahu anha, die Mutter der Gläubigen. Es ist eine Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine sehr, sehr, sehr gute Ehefrau und eine sehr, sehr gottesfürchtige Ehefrau. Und das sieht man anhand der Aussage und von Aisha radiallahu anha, die sie in folgenden Worten lobte. Sie sagte, sie war die größte Konkurrenz für mich beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Aisha, sie sagte über Zainab, sie war die größte Konkurrenz im Herzen und in der Liebe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich sah keine Frau, schaut subhanallah, wie sie sich gegenseitig liebten, obwohl sie auch, yani die Frauen des Propheten, obwohl sie eifersüchtig waren natürlich, schaut mal, wie wahrhaftig sie waren, wie sie die Wahrheit gesprochen haben. Sie sagte, ich sah keine Frau, die in der Religion besser war als sie. Und ich sah keine, die so gottesfürchtig war wie diese Frau. Und sie sprach weiter, und ich sah keine Frau, die so eine wahrhaftige Zunge hatte wie diese Frau, und ich habe keine gesehen, die ihre Verwandtschaftsbande so pflegte wie diese Frau, und ich sah keine, die so viel spendete wie diese Frau. Subhanallah. Was für schöne Eigenschaften, was für ein Lob. Was für ein Lob von Aisha radiallahu anha über diese Frau, über die Mutter der Gläubigen. Und in einem anderen Hadith auch überliefert bei Imam Ahmed im Musnad und hat auch Shawahid bei Sahih Muslim. Da sagte Aisha über sie, keine Frau wurde von Allah Azza wa Jalla so geehrt wie diese Frau, wie Zainab radiallahu anha. Denn Allah hat sie den Propheten mit dem Propheten verheiratet. Und das ist auch im Koran verzeichnet, und inshallah kommen wir dann gleich wieder darauf zurück. Und der Prophet sagte selbst über diese Frau, über Zainab radiallahu anha, die großzügigste Frau ist Zainab, und sie ist die erste und die schnellste, die mir nach meinem Tod folgen wird. Der Prophet sagte, die großzügigste Frau, yani sie, subhanallah, sie hatte in ihrem Leben, was war ihre Taten? Sie hat den Armen und den Bedürftigen geholfen. Sie war da für die Witwen und für die Waisen. Ja, die war eine sehr, sehr großzügige Frau, subhanallah. Und das hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt und sie gelobt, indem er sagte, die großzügigste meiner Frauen ist Zainab radiallahu anha, und sie ist die erste und die schnellste, die mir nach meinem Tod folgen wird. Und sie wird meine Frau im Paradies sein. Subhanallah. Naam. Sie selbst lobte sich, indem sie sagte zu den anderen Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie sagte zu ihnen, ihr wurdet alle von euren Familien verheiratet. Aber mich hat Allah verheiratet mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam über dem siebten Himmel. Weil das im Koran auch steht, weil Allah azza wa jalla befohlen hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab heiraten muss. Yani Allah hat sie verheiratet. Und es war für sie eine große Ehre natürlich. Und ihr wisst ja, nach der Auswanderung
von Mohammed sallam und den Sahaba und den Muhajirin nach von Mekka nach Medina war mit dem Propheten Mohammed sallam Zayd ibn Haritha. Und Zayd ibn Haritha radiallahu anhu war sozusagen der Adoptivsohn des Propheten Mohammed sallam. Ja? Und der Prophet Mohammed sallam hatte ihn, das war ein Diener, ein Sklave in der vorislamischen Zeit. Und es war ein Sklave oder ein Diener bei Khadija bint Khuwailid radiallahu anha. Und Khadija hatte ihn dem Propheten Mohammed sallam geschenkt. Ja? Es war ein Diener von Khadija. Und Mohammed sallam hat ihn gemocht, ja, weil er so schöne Charaktereigenschaften hatte. Dann hat Khadija radiallahu anha Zayd ibn Haritha radiallahu anhu geschenkt an den Propheten Mohammed sallam. Und dann, bevor der Prophet Mohammed sallam die Offenbarung bekam, also bevor er Prophet wurde, ja, kam der Vater und der Onkel von Zayd. Die kamen zu Mohammed sallam und sagen zu ihm: Das ist unser Sohn, gib uns ihn zurück. Wir wollen, dass er zu uns kommt. Was hat Mohammed sallam gesagt? Er hat zu ihm gesprochen und sagte: Schau, du bist ein Mensch, wenn du möchtest, kannst du gerne mit deinem Vater und mit deinem Onkel gehen, obwohl er der Diener des Propheten sallam war, sozusagen. Ja? Er hat zu ihm gesagt, er hat ihm die Wahl gestellt: Wenn du willst, kannst du gerne mit ihnen gehen. Und wenn du möchtest, kannst du gerne bei mir bleiben. Das ist ja nicht die freie Wahl. Was hat er gesagt? Er sagte: Ich könnte niemals einen Menschen wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam verlassen. Und das war, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung bekam. Schaut, wie die Menschen Muhammad sallallahu alaihi wasallam geliebt haben, bevor er Prophet wurde. Durch seinen Charakter, durch seine Charakterzüge, durch seine Eigenschaften, die er hatte. Was denkt ihr erst, wie die Liebe des Sahaba und der Gläubigen nach der Offenbarung hatten in ihrem Herzen? Subhanallah. Und als sie dann, und dann hat er gewählt und wollte beim Prophet Muhammad sallam und blieb bei ihm. Danach hat der Prophet Muhammad sallam ihn genommen und vor allen Menschen in Mekka gerufen: Das ist mein Sohn, er gehört zu mir und ich gehöre zu ihm. Ungefähr in solchen Worten. Und dann sind sie später nach der Offenbarung, wie ihr wisst, denn ihr kennt einiges von der Sira natürlich, sind die ausgewandert nach Al-Madina Al-Munawwara mit dem Prophet Muhammad sallam. Und als sie dann dort waren, ist der Prophet Muhammad sallam mit Zayd mitgegangen zum Haus von Zaynab. Ja, und wollte um die Hand anhalten von Zaynab. Für wen? Nicht für sich selbst, sondern für Zayd. Ja, für seinen Adoptivsohn sozusagen. Aber Zaynab wollte nicht. Sie sagte: Nein, o Gesandter Allahs, ich bin von einer edlen Familie, von einem edlen Stamm, ich kann ihn nicht heiraten. Und der Prophet sallam versuchte sie zu überreden, aber sie wollte nicht, weil er war ein Diener. Ja, und sie war eine in einer Familie aufgewachsen, in einem sehr, sehr hohen, edlen Stamm. Ja, und sie wollte nicht. Dann ist der Prophet sallam weggegangen, aber er bekam Offenbarung von Allah azza wa jal. Er bekam Offenbarung von Allah azza wa jal, indem Allah azza wa jal sprach in den Versen in Surat Al-Ahzab, sagt Allah Azza wa Jal: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. In der deutschen Übersetzung ungefähr sagt Allah Azza wa Jal in diesen Versen: Und es ziemt sich nicht für gläubige Frauen und gläubige Männer, wenn Allah und sein Gesandter eine Sache entschieden haben, dass sie dann noch eine Wahl treffen wollen. Und derjenige, der sich den Befehlen Allahs und seines Gesandten widersetzen, so ist derjenige in einem gewaltigen Irrweg. Ja? Das heißt, wenn Allah und sein Gesandter eine Sache entschieden haben, dann bleibt das so. Dann haben wir keine Wahl. Wenn Allah erklärt hat, eine Sache ist haram, dann bleibt sie haram für die Ewigkeit. Bis zum Tag der Auferstehung. Wenn Allah etwas zur Pflicht uns zu etwas verpflichtet hat, so bleibt es eine Pflicht bis zum Tag der Auferstehung. Wenn Allah etwas verboten hat, so bleibt es verboten. Es kann nicht sein, dass Muhammad sallam und Allah zum Beispiel die Zinsen und die Zinsgeschäfte verboten haben und dann kommt 1400 Jahre danach irgendein Mensch und sagt: Nee, es ist halal. Das kann nicht sein. Ja? Und dann hat der Prophet sallam diese Verse Zaynab verlesen
Und dann sagte sie sofort, die Gottesfürchtige, diejenigen, die Allah gehorcht und diejenigen, die Allah fürchten, was sprechen die dann? Sami'na wa ata'na. O Allah, wir hören und wir gehorchen. Wir hören, wir gehorchen. Sie sagte zu ihm, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du das entschieden hast und Allah, so werde ich natürlich gehorchen. Entscheide, was du möchtest, ich werde inshallah dies akzeptieren. So heiratet sie Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, aber subhanallah, sie wurden nicht glücklich. Weil vielleicht auch yani, es da Verschiedenheiten gab im Menschen selbst, dass sie von einem sehr großen, von einem edlen Stamm kam und er ein Diener und ein Sklave war. Und so haben die Herzen nicht zueinander gefunden. Ja? Und Zayd radiallahu anhu, der kam immer wieder zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, ich will mich von Zainab trennen, ich will mich von Zainab scheiden lassen. Und was sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer wieder zu ihm? Er sagte zu ihm, nein, sie ist deine Frau und fürchte Allah. Jedes Mal sagte er zu ihm, nein, lass sie bei dir und fürchte Allah. Jedes Mal. Aber dann kam irgendwann Jibril a.s., Gabriel, der Erzengel Gabriel, Jibril a.s. kam irgendwann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und übergab ihm die Botschaft, ja, und offenbarte ihm, dass Zayd radiallahu anhu Zainab scheiden lässt und dass sie die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein wird. Und Allah hat das entschieden. Ja. Und damit wollte, diese Sache hat natürlich auch, das sind auch Weisheiten, die dahinter stecken. Damit wollte Allah Azza wa Jalla auch neue Gesetze bringen, dass man keinen Sohn adoptieren darf, indem man ihn auch als Sohn sieht und ihm den gleichen Nachnamen gibt. Ja, man darf schon natürlich ein Kind aufnehmen und großziehen und sich um ihn kümmern etc. Aber man darf ihn niemals als eigenen Sohn sehen und ihm den eigenen Nachnamen geben. Das ist im Islam nicht erlaubt und das wollte auch Allah mit dieser Sache zeigen. Und in der Jahiliyyah, in der vorislamischen Zeit, war das verboten, die Frau des Adoptivsohnes oder die Ex-Frau des Adoptivsohnes zu heiraten. Und das wollte auch Allah Azza wa Jal abschaffen, dieses Gesetz, weil das nicht das ist, was Allah Azza wa Jal wollte. Und dann hat Allah Azza wa Jal es so gemacht, dass Zayd sich von ihr getrennt hat. Und dann hat Allah Azza wa Jal sogar Verse herabgesandt. Ja, darüber, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab heiraten muss. Ja. Und das steht auch im Koran und Allah Azza wa Jalla sagt im Koran ungefähr in dieser Aya, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا زَوَّجْنَاكَهَا sagt Allah Azza wa Jalla ungefähr in diesem Vers. Und als Zayd sich getrennt hat von Zainab, haben wir, Allah Azza wa Jalla, hat dich verheiratet mit ihr, yani dich Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Zainab verheiratet. Zawajna kaha, yani wir haben dich mit Zainab verheiratet. Und subhanallah, das ist der einzige Name von den Sahaba, der richtig mit dem Namen im Koran steht. Und das war auch einer der Lieblings-Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet hat ihn auch in einigen anderen Hadithen sehr gelobt, indem er sagte, er gehört zu mir und ich gehöre zu ihm und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Hadithe darüber. Und dann hat sie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Und dann haben die Heuchler und die Ungläubigen in Medina al-Munawwara haben dann versucht, wieder mal Verleumdungen und Lügen herauszubringen. Die Fitnestifter, die Heuchler haben versucht, zwischen den Gläubigen Hass wachsen zu lassen zwischen den Gläubigen und haben dann erzählt, oh, der Gesandte heiratet die Ex-Frau seines Stiefsohnes oder seines Adoptivsohnes und so weiter. Und Allah Azza wa Jalla hat dann wieder ein Vers herabgesandt, in dem er sagte, ungefähr auf Deutsch, yani, lass dich nicht oder du sollst dich nicht kränken lassen in den Dingen, die dein Schöpfer Allah
für dich vorbestimmt hat und dir yani auferlegt hat, dich dazu verpflichtet hat. Allah hat ihn dazu verpflichtet, sie zu heiraten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gar keine Wahl darin. Naam. Und wie gesagt, in dieser Sahabiyya, in dieser Mutter der Gläubigen, sollen wir uns und unsere Frauen sich ein großes Beispiel nehmen, indem wir sehen, wie sehr sie eine gottesfürchtige, eine wahrhaftige Frau war. Und man kannte von ihr diese Eigenschaften, dass sie sich sehr um die Waisen kümmerte, dass sie sich sehr um die Witwen kümmerte. Und ihr wisst ja nie, wir haben alhamdulillah gerade die Möglichkeit jetzt, indem wir in den Ferien in unsere Länder fahren, haben wir die Möglichkeit, subhanallah, uns diese Mutter der Gläubigen, die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Vorbilder und als Idole zu nehmen und zu versuchen, ihre Taten in die Praxis umzusetzen, damit wir inshallah mit ihnen inshallah ins Paradies dürfen, dass wir sehen, wie zum Beispiel Zainab bint Jahsh, die Mutter der Gläubigen, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie sie zum Beispiel sich um die Waisen kümmerte. Und wenn wir jetzt in unsere Länder gehen, lasst uns inshallah versuchen, fragt nach einem Waisenheim, wo es Waisen gibt, und geht dahin, streicht über die Köpfe der Waisen, ihr kriegt dafür eine sehr, sehr große Belohnung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der sich um die Waisen kümmert, er wird mit mir, mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Paradies so sein, und zeigte mit seinem Mittelfinger und mit seinem Zeigefinger, derjenige wird so nah zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein, derjenige, der sich um die Waisen kümmert. Deswegen geht zu einem Waisenhaus, streicht über die Köpfe dieser Waisen, gibt ihnen, kauft ihnen ein paar Geschenke, so wie ihr Geschenke kauft für eure Familien, für eure eigenen Kinder. Kauft ein Geschenk für verwitwete Frauen in unseren Ländern, die vielleicht keine Hilfe vom Staat bekommen und keine Hilfe von woanders bekommen. Hilft denen, gibt ihnen ein bisschen, ein paar Geschenke, gibt ihnen ein paar Ratschläge in der Religion, ein Buch, eine Kassette, damit sie inshallah auch Allah noch mehr fürchten und damit sie vielleicht geduldig sind für diese Zeit oder für diese Situation, in der sie leben. Versucht inshallah, wie Zainab radiallahu anha, die Familien, die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Das hat sie auch sehr, sehr getan, und so wurde sie auch gelobt in den Büchern, dass sie sich sehr, sehr um die Verwandtschaftsbande kümmerte und sie immer besuchte. Und wenn einer Streit hat mit einem Onkel, mit einem Cousin, so soll er den Shaitan bekämpfen und zu ihm gehen und ihm Salamu alaikum sagen und ihn begrüßen und ihm vielleicht ein Geschenk geben und einen Ratschlag in der Religion zu geben. Versucht inshallah Gutes zu tun. Barakallahu fikum. Versucht inshallah diese Frauen, unsere Mütter, nachzuahmen in ihren Taten, in ihrer Gottesfurcht, in ihren Eigenschaften. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.